Jo, es ist der zweite Tag in Belgrad. Mir geht es zum Glück wieder besser ein bisschen. Belgrad hat mir Energieschub gegeben. Das ist eine Stadt mit viel guter Energie auf jeden Fall. Hier ist viel los, viel Verkehr. Wird viel gebaut und dieser Kontrast, diese ganze Zwischenmischung da zwischen kommunistischen Bauten, zwischen Häuser aus der Gründerzeit und diese osmanischen Einfluss auch und dann diese ganzen neuen Sachen hier. Das ist schon sehr interessant. Die Leute sind auch wirklich korrekt. Keine Arschgeigen. Können alle Englisch fließen. Ja, sind mir wesentlich sympathischer wie so manch andere Leute. Ja. Und tun nicht nur so, als auf auf Großstadt, sondern die sind es auch. Ja. Und die sind auch nicht dumm. Das ist kein Double Standard System hier. Das ist, was du siehst, kriegst du auch. What you see is what you get. Und das hat so Charme. Immer diese leerstehenden Häuser da und dazwischen. Und dann diese ganzen neuen Bauten und diese jugoslawischen Bauten da vom Kommunismus, dieser Brutalismus, das ist geil. Provo Texas sprach Kosovo, das heißt zuerst Texas und dann Kosovo, was? Provo heißt zuerst, ja. Und Jeremo Pia Jedna Kaffa, heißt wollen wir einen Kaffeesong trinken. Und Malo Ostala und Parkova und Training und Fitnessstudio, heißt erstmal ein bisschen ausruhen im Park und dann im Fitnessstudio vielleicht mal den Bizeps aufpumpen, Alter. Ich muss jetzt erstmal gucken, ich will jetzt zu Belgrade Waterfront, ist komplett neu gebaut, in den letzten Jahren haben die das hier hochgezogen, bauen die immer noch hoch. Ich war gerade am Hauptbahnhof, den neuen, die bauen hier überall, das ist Wahnsinn, also die stehen hier richtig wieder auf. Belgrad ist ja die letzte Stadt nach Ukraine, also bevor es den Ukraine-Krieg gab, war Belgrad das letzte europäische Land, was mit Bomben angegriffen worden ist. Ja. Und man sieht hier immer noch die Narben noch in der Stadt. Sie haben auch ihre Häuser noch stehen lassen, die extra zum Mahnmal, die zerbombt worden sind. Das ist schon echt krass. Aber die bauen hier wieder böse auf. Das ist hier keine Europäische Union, ja. Aber die bauen hier moderner wie, oder genauso modern wie, dass sie in Berlin Neues bauen und in Hamburg da Neues hochziehen, der Hafen City, das bauen die hier, das ist Belgrade Waterfront. Das sieht auf jeden Fall mindestens genauso imposant aus, beeindruckend aus wie in Deutschland. Und die haben halt nicht die Europäische Union, weil die scheißen auf die. Die haben andere Investoren aus China, aus Russland. Und bei mir in Hostel ist ein Russe auf dem Zimmer. Die haben hier visafrei. Die sind mit den Serben so gut befreundet. Das sind Brüder seit hunderten von Jahren. Haben sich auch immer unterstützt. Visafrei. Genau wie die Türken auch. Ich glaube, die kommen hier alle visafrei her. Und die rennen hier irgendwie jetzt letzten Monat das Land ein. Ne? Und ich bin wieder in besser Form. Ich bin wirklich sehr froh, weil mir ging es richtig beschissen. Ich hab immer noch, aber Magen-Darm ist kein Spaß. Ey. Kein Appetit gehabt und so weiter. Durchfall gehabt die ganze Zeit. Übelkeit. Richtig scheiße. Aber jetzt kommt wieder. Langsam kommt es wieder. Und das finde ich gut. Das ist echt gut. Weil es genau perfekte Timing. Ich habe schon damit geliebäugelt, spekuliert, die Reise abzublasen. Aber ich bin ja kein Wichser. Man muss Sachen wagen auch. Man muss Sachen auch riskieren. Wenn ich wage, wenn ich gewinne. Und ich habe das alles schon gebucht. Dann wäre ich ja auch behindert, wenn ich das alles hier so abblase. Ja, dann habe ich auch Geld verloren. Scheiß auf. Das Reisen ist immer. Reisen ist immer eine neue Erfahrung, auf jeden Fall. Reisen bildet. Und mit einer Reise kommst du mit so vielen neuen Input nach Hause dann. Und auch wenn es nur 4-5 Tage sind. In diesem Sinne, check's mal aus, TV Plauze, ich bin in Belgrad, ihr Wichser.